So, willkommen zurück. Der Charakter sieht jetzt mal eben so aus. Und ich würde sagen, das ist doch der einer Göttin angemessen, oder? Ah ja, geht. Allerdings, mir gefällt die Hautfarbe noch nicht so sehr. Deswegen mache ich das jetzt weg. Gut. Wir haben die Aufgabe, nach oben rechts zu gehen. Also hier. Geradeaus. Karkstein ist ein Haufen Schrott. Es ist einfach Haufen schwer, aber die Sonne ist wenigstens aufgegangen in der Zwischenzeit. So, friedliche Begleiter. Da hätte ich auch irgendetwas Göttliches. Ne, es ist ja widerlich. Geh weg. Exotisch. Frostlicht Indrek. Das ist, glaube ich, der. Genau, das ist das. Das Gegenstück zu dem. Zu dem hier. Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Bastian? Kann ich euch bei etwas helfen? Du wirst jetzt befördert. So, kannst du nur Pferde. Achso, wollte schon sagen, kannst du nur Pferde nutzen? Du kriegst jetzt auch den. Scheiße, kein goldenen Trick ab. Aber die Dinger sind so scheiße zu fahren, muss man sagen. Ich bin froh, dass ich wenigstens den weißen hab. Alle anderen sind mir ehrlich gesagt egal. Ich hab wirklich so ein. Du musst alle vier Events machen und du musst genug farmen. Du bist Stunden dabei. Du guckst Filme nebenbei. Die Zeit habe ich nicht mehr. Ogundas Weinkeller entdeckt. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Questline und laufen einfach dorthin und gucken, was passiert. Denn es macht jetzt wenig Sinn, alles zu suchen. Ja, schon wieder ein Boss. Rekunzeleft entdeckt. Das ist einer von diesen Höllentoren, die einen umbringen. Ja, ihr habt mich gesehen. Wie immer, ihr habt mich gesehen. Ganz schön viele Atronarchen hat's hier. Ihr habt einen Atronarchen entdeckt. Ihr habt einen die Zaubernarbe entdeckt. Fühl mich nicht sicher hier. Total falsch, was ich hier mache. Oh, Jesus. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Zyklonale Anomalie entdeckt. Ach so, ne. X ist hier nicht aufsitzen. Das war Guild Wars. Guild Wars hat sich gerade reingeschlichen. Er versucht aufzusitzen und zwar auf den. Auf die Himmelsschuppe. Es hat ihn nicht funktioniert.
den Wegschrein von Bergblick entdeckt. Boreale Anomalie entdeckt. Sind wir bei da? Die Meißelkreischmine entdeckt. Beeilt euch und seid leise. Das ist der einzige Weg, wie wir am Leben bleiben können. Was, mein Kind? Freundin der Sterngucker, schaut euch diesen Ort an. Hier haben die Magier von Karkstein den Fürsten der Intrigen und seine dunklen Anker abgewehrt. Doch der süße Geschmack des Sieges wurde nur allzu schnell bitter. Was meint ihr? Die Magier bedienten sich der Macht der himmlischen Magierin. Sie beschworen uralte und mächtige Atronachen, um die dunklen Anker zu beseitigen und Molag Bal zu bekämpfen. Doch kaum waren die dunklen Anker unschädlich gemacht, wandten sich die Atronachen gegen Karkstein. Warum? Was ist passiert? Genau das müsst ihr für mich in Erfahrung bringen. Ein Anrufer namens Kelmen Locke war bei der ursprünglichen Beschwörung der Atronachen dabei. Als sie sich gegen die Magier wandten, wurden die anderen Beschwörer getötet. Er konnte als einziger entkommen und ich fürchte, er schwebt in großer Gefahr. Ich mache mich gern Hardocks Markt auf und rette Kelmen. Beeilt euch. Verlieren wir Kelmen an die Schlange, dann verlieren wir auch jede Möglichkeit, jemals herauszufinden, warum die Atronachen sich gegen uns wandten. Erzählt mir mehr von Kelmen Locke. Soweit ich es gehört habe, ist er ein begabter Anrufer, der vor ihrem Verschwinden in der Gunst der Magierin selbst stand. Als die Atronachen sich gegen ihre Beschwörer wandten, wurde der Rest von Kelmens Zirkel getötet. Es ist wenig verwunderlich, dass er sich versteckt hält. Wie wurden die Atronachen beschworen? Per Postbrief. Meine Wächterkameradin, die Magierin, lieh den Anrufern von Karkstein ihre Macht. Es lag nicht in unserem Interesse, Kalthafen mit Nirren verschmolzen zu sehen. Wie hat sie das getan? Übrigens, das wäre massiv Spoiler hier. Sie sprach in ihren Träumen zu ihnen. Natürlich nicht direkt. Wir ziehen es vor, von oben zuzuschauen, anstatt unten zu erscheinen. Nur in Zeiten einer großen Krise erwachen die Wächter und manifestieren sich. Der Angriff der Schlange auf Karkstein war so eine Krise. Ziehen es vor, von oben zuzuschauen, anstatt unten zu... Soweit ich ja, ist gut. Hast mir schon überzeugt. Ich helfe. Warum soll ich jetzt da unten hin? Du hast mich da oben hingelockt. Ein Dolm war da. Der wäre näher dran gewesen. Du hast mich da oben hingeschickt. Und jetzt soll ich da runter hin? Ist das dein Ernst? Als ich gestern bei der Quest gesagt habe, ja, ich erinnere mich, da warst doch irgendwie da. Da meinte ich den, der hier links war. Wir sind da dran vorbeigegangen, das war das Identische, da liefen auch Atronachen rum. Das ist mal ein Anblick. Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich halte davon nichts. Was ist das denn? Das sieht aus wie Halo. Ach. Ach, Spiel. Schick mich doch wieder ganz weit weg. Wie wär's? Oh, geh doch mal nach... in Kalthafen habe ich irgendwas gesehen. Wie kommst du nach Kalthafen? Keine Ahnung. Ja, ich will zu dir weg. Ich wollte dahin. Mann. Jetzt fängt das schon wieder bitte an hier. Einst war ich wie ihr. Wie, einst war ich wie ihr? Ja, ein Mensch. Und doch, jetzt bin ich noch schlechter. Ich muss mal kurz überlegen. Das ist noch cool, ne? Ich werde das mal ausprobieren.
Die besten Waren weit und breit. Diese Hexen haben bei der Mühle geholfen. Das überrascht mich wirklich. Ach Mann, ich muss hier wieder raus. Ist das ein Friseur? Schneidertisch. Schneiderbrook. Friseur! Ey, Friseur. Wenig. Wie anbieten? Ich wollte neue Frisur haben. Habe ich ja schon. Dann sind deine Dienste nicht mehr vonnöten. Ah, Mann. Leute. Hier. Entwickler. Ich hätte gerne eine Aura, die um mich herum geht. Die hätte ich jetzt gerne. Jetzt muss ich da einmal drumherum gehen. Ist das ein Verlies? Ja, natürlich ist das ein Verlies. Das halbe Level besteht aus Verliesen. Es sind 22 Verliese hier. Die Hälfte davon kann ich nicht betreten. Also kann ich schon, aber es wäre sehr dumm. Was fliegt denn da oben? Eine Fliege. Hi! Komm her! Wagt es mich anzugreifen? Ardox Markt entdeckt! Seitdem ich die Rüstung trage, bin ich mächtiger. So. Das Gebiet ist gesichert. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. So, Haddocks Markt. Haddock. Captain Haddock. Von der Haddock Family. Das sieht aus, als wäre hier ein also das Raumschiff der Avenger ist abgestürzt. Hier, das sind doch diese Turbinen hier. Dieses Samsungsstück ist noch nicht bereit. Ihr habt gelernt, wie man jokotanischen Trauerbonbon macht. Würde ich zu gerne mal ausprobieren. Es gibt diese Rezepte übrigens in echt von diesen Sachen, die man hier essen kann im Spiel. Es gibt so ein Rezeptbuch, glaube ich sogar. Und das haben auch Leute mal gemacht. Vielleicht soll ich das mal auch einfach mal ausprobieren. Geht bestimmt in die Hose, ich bin super schlecht darin. Super, jetzt habe ich einen Ohrwurm irgendwie. Ein Ohrwurm von Wind of Change habe ich plötzlich hier. Was, Graumantel? Graumantel! Hey Grauen, schick mal deine Leute weg. Trauerbonbon. Ich zitiere ein Zitat aus Predator 1, 2 oder 3. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ne, aus 2 oder 3. Wo der Predator zu den Leuten sagt, die er umbringt. Willst du ein Bonbon? Das hat er vom Kind, von so einem Kind aufgeschnappt.
dass das zu ihm gesagt hat. Das ist so lustig. Meine Blitze sind effektiv gegen die. Also die Elemental-Schützen und Co. bestehen anscheinend hauptsächlich aus Wasser. Deswegen sind meine Blitze wahrscheinlich sehr effektiv. Okay. Das sieht cool aus. Hier ist die Mine. Hardox Markt. Mine sag ich schon dazu. Ach so, das bin ich. Graumantelverwüster. Time to float. Die fliegen alle hier unten. Los, Georgie. Nimm das Boot. Oder so ähnlich. Oh, so grandios der Film. Auf Englisch und auf Deutsch. Gut. Also S. Kapitel 1 und 2. Kauft euch das auf Blu-ray oder schaut euch das an auf Netflix oder so. Richtig cool. Den Film, glaube ich, schon zweimal gesehen. Und würde ihn auch ein drittes Mal gucken, weil ich ihn einfach cool finde. Ich finde das so lustig von diesem Schauspieler. Der hat ja... Der kann seinen Mund so ganz komisch winkeln. Geht fort, Phantom. Wenn ihr nicht hier seid, um mich zu befreien, dann will ich nichts mit euch zu tun haben. Ich bin kein Phantom, Kelmenlocke. Ich bin die himmlische Diebin. Und ihr wisst, warum ich hier bin. Ihr seid weg. Also nur eine weitere Banditin. Man hat mir doch schon die Taschen leer gemacht. Es gibt nichts mehr, was man mir noch rauben könnte. Die Atronachen. Die himmlische Magierin hat euch in einem Traum gezeigt, wie man sie beschwört. Erinnert ihr euch? Warum haben sie sich gegen Karkstein gewandt? Oh nein, keine himmlischen Magier und Schlangen mehr. Ich hab die Nase voll davon. Ich hab gesehen, was den anderen widerfahren ist. Das wird mir nicht passieren. Das wird dir nicht passieren, wollen wir nicht. Ich werde darüber richten. Wer seid ihr? Seid ihr mit dieser Dieben im Bunde? Ich verlange, dass ihr mich umgehend freilasst. Ich werde euch befreien, wenn ihr mir sagt, was ihr über die Atronachen wisst. Soll ich irgendwie mal so ein Stimmverzerrer für meinen Charakter zusammenbauen? Ich hab einen. Die Atronachen? Ich möchte lieber keinen einzigen Gedanken an diese Kreaturen verschwenden. Im einen Moment beschwören wir sie und vernichten die dunklen Anker und im nächsten wenden sie sich auch schon plötzlich gegen uns. Wie undankbare Köter. Warum haben sie sich die Atronachen gegen euch gewandt? Es war schrecklich. Eine riesige, geisterhafte Schlange erschien an der Beschwörungsstätte. Wir wollten die Atronachen auf sie hetzen, doch sie weigerten sich, uns zu gehorchen. Sie haben die anderen getötet. Als der Feigling, der ich bin, bin ich geflohen. Aber dann wurde ich von diesen gewöhnlichen Strauchdieben gefangen. Wie konnte die Schlange die Kontrolle über die Atronachen übernehmen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich weiß, wie man es herausfinden kann. Wir müssen direkt mit den Atronachen sprechen und sie fragen, was geschehen ist. Wie können wir das tun? Die ersten Atronachen, die wir beschworen, waren uralt. Mit ihnen konnte man ansatzweise kommunizieren.
Sie sprachen nicht, aber wir hörten sie in unseren Köpfen. Sie geboten über die anderen und wir haben sie kontrolliert. Mit einem Edelstein, den wir in einem Traum sahen. Den Edelstein der himmlischen Herrschaft. Wo kann ich diesen Edelstein finden? Nun, rein zufällig ist er das Einzige, was die Banditen nicht in die Finger bekamen. Ich konnte ihn verstecken. Fragt nicht. Nehmt ihn, findet den Sturm, den Feuer und den Frostmonarchen und setzt den Edelstein ein, um sie zu binden. Ihr werdet vielleicht erst gegen sie kämpfen müssen. Und dann? Geht zur Beschwörungsstätte und verwendet den Edelstein, um die Monarchen zu rufen. Ich treffe euch dort. Mir gegenüber sind sie vielleicht wohlgesonnene. Oder vielleicht auch nicht. So, jetzt habe ich euch geholfen. Würdet ihr mich bitte befreien? Nö. Natürlich. Es ist ein Unterschied, ob du einen Film schaust zum ersten Mal. Und ob du den Film kennst. Mir wird gerade vorgeworfen, ich sei schreckhaft. Das stimmt. Amnesia Rebirth kann ich euch empfehlen. Ich habe mich 20 Minuten in einem Raum eingeschlossen, nachdem ein geskripteter Schockmoment mich da total fertig gemacht hat. Ja, das ist lustig. Schmeckt unseren Stahl. Oh, er ist böse. Hä, wo kommst du denn her? Du warst gerade eben noch nicht da. Cheater. Ey, ihr sollt nicht spawnen. Was, das war's schon? Das war der Boss? Wie habe ich den Boss gerade gekillt? Ich habe ihn nicht gesehen. LOL. Wo ist die Schäbe des Himmels? Habe ich die schon eingesammelt? Kann mir jemand sagen, ob ich die Himmelsschäbe schon habe? Bitte. Es ist ein Unterschied, ob man den... Ob man ein Spiel dann selbst spielt, ob man einen Film schaut. Das ist ein Unterschied. Im Film hast du ja immer noch die Grenze zum Fernseher. Du kannst ja die Augen zumachen und der läuft trotzdem weiter. Irgendwann ist vorbei. Im Spiel kannst du es nicht, weil du dich selbst steuerst. Du musst dafür sorgen, dass dein Charakter auch nicht stirbt. Das heißt, du hast eigentlich permanent Druck. Und ja, das ist eigentlich auch cool gewesen. Im Nachgang, als ich den Normalmodus gemacht habe, sag ich mal, den Adventure Mode, war das alles weniger gruselig. Guten Abend. Hier drin ist die Himmelsscheibe nicht. Ich brauche die Himmelsscheibe prinzipiell. Habe ich die schon eingesammelt, die prinzipielle Scherbe hier? Der Boss ist schon mal tot. Da sind... Ein Spieler. 31? Du gehst mit 31 hier rein. Oh. Na gut, ich bin 32. Aber ich habe wenigstens Champion 51. Aber der geht mit Level 31 hier rein. Er hat noch nicht mal alle Fähigkeiten. Ist der lebensmüde? Das... Alter! Das bricht ihn. Das Spiel wird ihn brechen. Kackstein ist hier, um Neuspieler zu brechen. Ja, jetzt bin ich ganz unten. Hier wollte ich nicht hin. Finde ich ja die Himmelsscheibe. Von den Seiten. Oh, hi. Was bist du? Neues Buch entdeckt. Karl, ich habe einen Käufer für 5 Seelensteine und 5 Himmelsscherben. Er bietet eine unglaubliche Menge Gold dafür. Punkt. Mit so einem Batzen Gold könnte man... Scheiße. Könnte man Glenumbra kaufen. Aber so viel leicht. Also vielleicht nicht ganz Glenumbra, aber ihr wisst, was ich meine. Wohlstand für eure Söhne und
die Söhne eurer Söhne und so weiter. Gut. Ich weiß nicht, wo ihr diese Dinge finden sollt. Und das ist mir auch egal. Aber ihr werdet sie finden, richtig? Wir müssen das schaffen. Wir müssen irgendwann noch Assassin's Creed durchspielen. Also. Mach das. Karte. Wo ist die... Himmelsscherbe. Wo ist die Himmelsscherbe? Himmelsscherbe. Ich brauche diese Himmelsscherbe. Ja, ich bin ja auch noch um. Ich bin schon in einem Verlies, ne? Ja. Wollt ihr mich hauen? Hallo, ich kann nicht bewegen. Achso. Ich hatte gerade meine Finger versetzt. Der Mittelfinger war plötzlich auf E und ich hatte den F, S, D quasi hier am Anschlag. Und da kannst du dich natürlich nicht bewegen. Hat jemand die Himmelsscherbe gesehen? Habe ich die schon eingesammelt? Kann mir jetzt jemand sagen, ich habe es vergessen. Ich habe keine Gedächtnisengramme dafür. Was leuchtet denn da? Achso, mein super toller, mächtiger Angriffs. Großmutter Donner. Great Mother Thunder. Her Grandmother. Great Mother wäre die direkte Übersetzung, aber Grandmother wäre korrekt. Mother. Wo ist der Seelenstein? Ach, ist er hier hinten irgendwo? Habe ich den vielleicht vergessen? Hätte ich weitergehen sollen? Wahrscheinlich. Ich sehe ihn von hier aus noch nicht mal. Wie kann man den Todesstern von hier aus sehen? Da war nix. Aber die Himmelsscherbe habe ich noch nicht gefunden. Also die muss ja noch irgendwo hier sein. Ich glaube, die wird auch gefunden auf der Karte angezeigt, wenn die eingesammelt ist. Ich höre sie doch schon, oder? Ne, es war falsch. Das war ein Fake-Geräusch. Achso. Nicolas Flamel. Da ohne L. Harry Potter. Nicolas Flamel. Wer ist Nicolas Flamel? Der den Stein der Weisen herstellt, um ewiges Leben hervorzubringen oder aus Wasser Gold zu machen oder so. WTF. WTF, so könnte auch irgendwie so ein Mode-Shop heißen, ne? Weirdes. Ne. Ja, yeah, Weirdes Fool. Trag das, Duna. Da ist sie doch.
Ich habe sie schon eingesammelt, sehr gut. Warum sagt ihr mir das nicht? Ich laufe hier schon seit Stunden rum. Ich laufe schon seit 30 Minuten hier rum. Danke fürs Zusehen. Ich gehe was zu trinken holen.